Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit den Kriegsgeschichten von Battlefield 5. Wir sind stehen geblieben bei Nordlys. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. 1943 Norwegen. Hier haben wir natürlich auch wieder irgendwelche Aufträge, die wir erfüllen können. Werden wir aber nicht tun, weil ich bin jetzt nicht unbedingt erpicht, hier irgendwelche Sachen zu suchen und sonst irgendwas. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie es jetzt hier weitergeht in Norwegen mit einer weiteren abgeschlossenen, kompletten Story. Diesmal lese ich hier mal Texte. Ich bin jetzt eh zu spät, wenn ich da jetzt einsetze. Deutschland setzt 400.000 Soldaten der Wehrmacht zur Sicherung seiner Nordfront ein, um die norwegische Bevölkerung von 3 Millionen Menschen zu kontrollieren. Alter, das sind aber echt wenig Menschen, ne? 3 Millionen? Also, im Vergleich zu Deutschland meine ich jetzt, ne? Wenn man das auf die Größe bezieht. Naja, gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Ich denke mal, wir spielen aus der Sicht der Norwegerinnen, beziehungsweise ich habe ja schon in diesen Trailer-mäßigen Dingern am Anfang gesehen, dass man halt so eine Mutter-Kind irgendwie spielt, eine Mutter-Tochter. Ich glaube, das ist jetzt das, was wir hier spielen werden. Kein Leben bleibt von der Besetzung unberührt, aber noch ist der Krieg nicht vorbei. Dann war das jetzt 42, 43, also auch schon eher Richtung Kriegsende. Oder Mitte zumindest. So, beim letzten Mal war ich doch recht enttäuscht vom Ende der letzten Story. An den Anfang fand ich aber recht gut und den Einstieg fand ich auch sehr, sehr gut. Und das Setting an sich fand ich sehr, sehr gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sie das hier in Norwegen umsetzen. Ich gehe davon aus, dass man viel halt in irgendwelchen bergigen, schneigen Gebieten spielen wird und das finde ich ja immer ganz schön. Und wieder die Polarlichter in der Reflexion auf dem Schnee. Schick, schick, schick. Kann er vertellen deine Hemmlichkeit? Wie alt sind sie? Lange der es erwacht und verstörende. Der kam mit zum Bahn, vertellte mir Historie um Skapninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn er fortsatte Tyskland. Saune Familien min so welti. So nur er ja her igen. På jagt. Etter de Monstren i skogen. Vor 3 Tagen siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid. Ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Thank you.
So, da sind wir im Spiel. Ganz, ganz anders, als ich es mir jetzt vorgestellt habe. Wir sind hier auf Skiern, hä? Ja. Die können wir einfach so laufen. Okay, ich denke mal gleich bei der Abfahrt hier, bei dem Hügel hier, werden wir die Abfahrt starten, ja. Juhu! So, ich denke mal hier lang. Oh mein Gott, jetzt kommt der Sprung! Die hat's aber drauf beim Skifahren. Also das kann ja wohl nicht jeder. Alter, das ist aber rasant. Ah, auch über Stein und Stock. Ah! Okay, das hat sie irgendwie hingekommen. Also normalerweise wird man da sich ja total auf die Fresse legen, behaupte ich, wenn man hier über Steine und Bäumstämme rüberfährt. Dort bin ich ja persönlich nicht Ski gefahren, habe ich aber auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich das eigentlich eher mehr oder weniger zweimal in meinem Leben gemacht habe. Einmal Langlauf, einmal Abfahrt. Oh jo, warum auch nicht? Wollen wir jetzt springen? Ah, ne. Ah. Finde vorüt. Wollen wir hier auch wieder die Skier anziehen? Sehr cool. Wir wollen natürlich die Skier nicht anziehen. Haben wir auch hier irgendwie was anderes? Nee. Ja, da sind die Feinde. Gehen wir erstmal ein Stückchen näher ran. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht einen einzeln erledigen können. Haben wir auch eine Nahkampfwaffe? Ja, wir haben eine Nahkampfwaffe. Der sieht mich so. Scharren da die Leichen weg. Mein Gott, makaber, makaber. Aber geil vom Setting hier. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der eine guckt leider in meine Richtung. Ich hab fast den Eindruck, wir müssen den erschießen. Haben wir hier auch noch diese Möglichkeit, einen Köder zu werfen? Ja. Oh. Meine Güte. Irgendwann muss ich auch mal treffen. Können wir die jetzt einfach aufheben? Ja, okay. Köderwerfen hat zwar geklappt, aber hat mir nichts gebracht, weil er dann irgendwie in meine Richtung geguckt hat, um den Brief aufzuheben. Okay, das sind diese Sammelobjekte, gehe ich mal davon aus, ja. Wird mir auch gerade gesagt, Sammelobjekt, Sammelobjekt, Sammelobjekt. Kann ich das jetzt ausschießen, den Suchscheinwerfer, oder was muss ich tun? Ja, das sieht aber echt cool aus, das gefällt mir hier schon mal. Hier höre ich einen, ja. Muss den erstmal eine ganze Zeit lang angucken, damit ich den anvisieren habe, oder was? Ja. Das hätte ich gewollt. Ah, ich habe auch diese Wurfmesser. Ja, die können wir vielleicht doch wegmessern. Vielleicht. Aber auch, wie gesagt, die Wurfmesser. Oh mein Gott, jetzt guckt er sich um. Aber oben drauf ist auch einer anscheinend. Wir können das ausschießen, okay. Jetzt habe ich natürlich keine Granate, um den auszuschalten. Wenn ich da hochklettere, dann campt der mich da jetzt ab, oder? Mal gucken, ob das klappt. Ist jetzt eigentlich eine ziemlich dämliche Idee von mir, aber hey. Der hat nicht getroffen, der Noob. So, was ist das denn? K98K. Die gleiche Waffe an sich, oder? Aber mit Scope, okay. Ne, das ist hier das andere. Okay, ah ja, okay, okay, okay. Sehr gut. Na denn, finden Sie die vermissten Widerstandskämpfer, ja. Das sieht mir nicht danach aus, als wären die hier irgendwo am Leben gerade. Wir müssen, glaube ich, über die Brücke rüber. Ist jetzt die Frage, ob wir das Auto nehmen sollen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ups. Eigentlich wollte ich hier den guten Mann da oben erledigen. Müsste jetzt ja eigentlich jeder mitbekommen haben, ne? Aber na gut. Vielleicht ja auch nicht. Er hat doch mit einem geredet, oder? Der müsste jetzt aber wirklich alles mitbekommen haben. Nein? Okay, bei den Suchscheinwerfer können wir natürlich durchgehen durch den Lichtkegel, weil das ist egal. Oder auch nicht. Oh, 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 da ist noch einer im Auto. Aufgepasst, aufgepasst. Nicht zu viel wagen. Was ist das denn? M19, die wollen wir nicht haben.
Warten wir erstmal einen kleinen Moment. Da war irgendwie ein Fahrzeug. Oh ja. Und ein Bunker. Oder das war auch ein Bunker, den ich gesehen habe. Das kann natürlich auch sein. Er hat den Alarm gedrückt hier. Den können wir aber auch gleich wieder ausschalten jetzt. Einfach mal mit dem Messer rein. So läuft das hier also. Sehr gut. Die haben wir hier vorher alle ausgeschalten. Oh, cool. Ah, jetzt hat das ja ausgemacht. Ich wollte schon, dass es läuft. Ach, das hat so ein schönes Flair hier dann irgendwie. Das gefällt mir. Nee, die will ich auch nicht. Ich bin eigentlich mit meinen Waffen sehr zufrieden, muss ich sagen. Diesmal bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, brauche ich auch ewig. Das ist aber ein schlechter Scharfschütze, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr schlechter Scharfschütze. Und ich muss in diese Richtung. Nee. Wir bleiben bei meinen Sachen. Und ich muss immer noch gucken, wie es hier mit den Wurfmessern aussieht dann. Irgendwie, wenn ich mal die Chance habe. Warte mal, welche Richtung müssen wir denn jetzt? Doch da hoch. Sieht mir aber nicht nach dem korrekten Weg aus. Ich glaube, ich muss hier eher an der Straße bleiben, oder? Was meint ihr? Ich denke schon, hier hört man einen Wagen. Wir bleiben hier mal im Gestrüpp. Sollen die mal dahin fahren? Kann mir egal sein. Er sieht mich? Ach shit, ey. Manchmal entdecken die einen sehr schnell und manchmal überhaupt nicht. Oh, der hat mich jetzt entdeckt. Endgültig. Hätte ich doch mal lieber gleich schießen sollen auf den einen. Als ich noch die Chance dazu hatte, dem den sauberen Headshot zu geben und alles. Okay, einer war jetzt da oben irgendwo. Da war noch einer, wenn ich mich nicht gerade geirrt habe. Ja, das sind noch zwei mindestens. Ach Mist, dieses Feuer auf mich. So, du belebst den nicht wieder. Wieder konnte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Wurfmesser bei dem ausprobieren, bei dem einen, aber das hat sich auch nicht angeboten. Dann hat er mich schon entdeckt gehabt und dann war es alles vorbei und zu spät. Okay, wir spielen ja eher die Rambo-Variante, wo wir einfach durchrennen und alles niedermähen. Leider bietet das Spiel es einem auch an. Ich bin manchmal gar nicht so unabgeneigt davon, dass man sagt, ey, solltest du lieber stealthy spielen, sonst wird es verdammt schwer. Aber das ist hier nicht der Fall. Ich habe fast den Eindruck, es ist viel leichter, nicht stealthy zu spielen, sondern einfach rigoros durchzurennen durch alles und alles niederzumähen, was niederzumähen ist. Du hast da jetzt auch nochmal einen Scharfschütze oben? Nein. Der hat nicht getroffen, der Schuss. Die nehmen ja richtig gut Deckung hier. Okay. Soweit, so gut. Jetzt hat er noch keinen Alarm geschlagen, komischerweise. Wir bleiben natürlich erstmal auf erhöhter Position. Weil uns das einen riesigen Vorteil bringt. Hier war auch nochmal ein Turm. Den habe ich natürlich entdeckt gehabt. So, der entkommt mir auch nicht. Na? Noch irgendwo ein paar Feinde hier zu entdecken? Kann ich hier aufs Hausdach springen? Das wäre natürlich super cool. Da muss einer sein. Vom Sound her kann man wirklich sehr gut feststellen, wo sich Gegner aufhalten. Also nicht nur hier, sondern auch im Multiplayer tatsächlich. So, versuchen wir mal den Sprung. Ja, das geht tatsächlich. Cool. Das ist eine super Position hier. Hier kann ich, glaube ich, alles abdecken und abaimen, was ich abzuaimen habe. Oh, der patrouilliert da ganz langsam rum. Hat noch nichts mitbekommen von dem Ganzen. Komisch, dass der erste Schuss nicht getroffen hatte.
So, wir haben keinen Schuss mehr. Noch einen Schuss im Lauf. Mehr haben wir nicht. Dann ist meine geliebte, geliebte, geliebte Sniper leider Gottes leer. Aber wir können ja hier auch Munition aufsammeln. Vielleicht auch für die Sniper. Vielleicht ist es ja so ein bisschen sensitiv von wegen, wenn ich die Sniper in der Hand halte, dass er dann für die Sniper Munition mitnimmt. Also, dass es theoretisch egal ist, welche Art von Kaliber die Gegner benutzen, sondern nur, dass es wichtig ist, welche Waffe ich in den Händen hält und ich in den Händen halte. Und ich glaube, so ist es auch tatsächlich. Ich glaube, so ist es tatsächlich, dass ich jetzt hier gerade von jedem Sniper Munition bekomme, obwohl die natürlich eindeutig keine Scharfschützen jetzt alle waren. Sondern teilweise einfach ganz normale Munition dabei haben hätten müssen. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Finde ich gut so. Also ein normales Gewehr kann ich eher austauschen. Diese Sniper, die möchte ich gerne behalten. Und es scheint mir doch wieder so zu sein, dass ich hier einfach alles zerlege. Ne? Ich frage mich aber auch, wie man das hier wieder stealthy hätte machen sollen. Gerade bei diesem Lager hier finde ich es doch sehr, sehr schwierig teilweise, hier stealthy zu bleiben. Und man bietet einem hier auch nicht wirklich häufig irgendwie von wegen, hier, nimm mal den Schalldämpfer oder so. Wird mir jetzt nicht häufig angeboten, oder irre ich mich? Vielleicht sehe ich hier auch irgendwie was nicht. Hier können wir den Alarm deaktivieren, den die eigentlich schon lange hätten aktivieren müssen, die Gegner. Was sie nicht getan haben. Interessant, interessant. So, dann gehen wir hier ganz offen über die Brücke rüber. Weil wir hier das ganze Lager ausgelöscht haben. So, wir müssen immer noch die alten Wurfmesser mal testen. Ich muss da jetzt mir einen entdecken, der jetzt hier so gerade da oben steht mit dem Rücken zu mir und dann so zack, Wurfmesser in den Rücken oder so. Hier vielleicht bei diesem kleinen Lagerchen. Nee. Gibt's die KI-7, die ist auch super, aber die will ich gerade nicht. So, wir markieren uns erstmal alle Feinde. Da oben müsste wahrscheinlich auch noch einer sein, oder? Da. Ja, wie ich das jetzt wieder anstellen soll, ist aber auch eine Frage. Also wie ist der eigentliche Lösungsweg, frage ich mich. Wenn ich den oben erschieße, sind die dann unten aufgedeckt? Oh ja, da sind zwei. Ja, das ist ja irgendwie besonders. Ne? Vielleicht erschieße ich auch einfach den. Na komm, guck hoch, mein Freund. Ah ja, er geht an den Suchscheinwerfer. Das würde ich auch machen in dem Fall. Jetzt haben sie meine Position so einigermaßen festgestellt anscheinend. Aber wow, das war der Scharfschütze. Der smarteste Move, den man hätte machen können wahrscheinlich. Da wird dein Kumpel am Suchscheinwerfer zerlegt und du gehst an den Suchscheinwerfer. Jetzt werfen sie Granaten auf mich. Der chillt da auch einfach, als wäre hier irgendwie nichts los. Was machen die denn manchmal? Also manchmal haben die hier richtige KI-Aussätze, habe ich den Eindruck. Oder kommt mir das nur so vor? Also irgendwie von wegen, ey, ich gehe ans Geschütz, obwohl der eben gerade am Geschütz weggesniped wurde. Oder ich gerne den Suchscheinwerfer, obwohl der gerade weggesniped wurde. Hört sich für mich jetzt nicht so smart an, einfach. Und hier dieses Ding, das war 5 Meter weg von denen. Hätte jetzt einer eigentlich Alarm schlagen können, müssen, sollen, tun. Waren sie aber nicht. Gut. Besser für mich. Einfacher für mich. Aber insgesamt irgendwo merkwürdig. Unglaubwürdig. Jetzt vielleicht mal hier die Chance, einen mit dem Wurfmesser zu erlegen. Aha, endlich. So, hier ist die dicke Waffenkammer. Natürlich nicht abgeschlossen, damit man da auch ran kann. Ich bin in der falschen Etage, sagt sie. Ich finde es super, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das jetzt hier wieder in der Originalsprache gehalten wird. Hier hört man was. Die reagieren aber auch echt langsam. Oh, und der kann die Dinger wieder aufsammeln, ganz offensichtlich. Wurfmesser. Jetzt habe ich 5. Jetzt habe ich gleich wieder 6, wenn ich über seine Leiche rüberlaufe. Nimmt die einfach alle mit. Hier haben wir wieder irgendein Spezialding aufgesammelt. Also wenn man sich hier richtig umguckt und schaut und sucht und findet und alles, da kann man, glaube ich, nochmal eine ordentliche Zeit mehr verbringen in dem Spiel. Geile Sache, dass man sowas hier einbaut. Ich muss jetzt allerdings nichts drücken, das fand ich ein bisschen schade. Warum habe ich denn jetzt seine Waffe? Ah. Ich bin direkt an die richtige Tür.
fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg og du, med en nøtt, og stopper det. Jawohl, ma'am. Ah, jetzt habe ich zweimal die gleiche Waffe. Wo ist denn meine Sniper hin? Was ist denn, Skald? Die hier getauscht aus Versehen eben. Ich darf die Sniper einfach gerade nicht nehmen. Ich darf nur in der Waffe rumlaufen. Na gut, dann... Mich schon gewundert. Da kommen die Feinde. Da kommen flere Soldater. Wir müssen umgehen. Die Punkte bare dra. Wird ganz schnell laufen, aber es geht nicht. Wo skal vi? Vi må finne noe viktig. Schick, schick hier, ey. Ah, jetzt darf ich mich endlich wieder frei bewegen. Das heißt, jetzt können auch Kämpfe entstehen. Na, sie durchsucht erstmal irgendwas. Cool, dass er auch den Tisch umwirft. Das gefällt mir alles sehr gut. Ist natürlich geskriptet, aber ich bin da ein großer Fan von. Dass man sowas so auflockert und schaut. Und jetzt ist es ein bisschen Escort-Mission hier. Gefällt mir. So, ich habe doch schon alle erledigt. Du musst da gar nicht mehr so rumcanceln und gucken. Sind sie jetzt mittlerweile hier unten durch? Nee. Das geht leider nicht so. Der wippt mit. Der wippt mit seinem Fuß. Na, suchst du jetzt wieder? Okay. Verteidige Astrid. Die gute alte Astrid. Die haben wir natürlich verteidigt. Ich würde ja eigentlich hier die Tür zumachen, damit hier keiner durchkommt. Weil ich gehe stark davon aus, dass irgendwann auch einer hier lang geht. Okay, jetzt hat sie das gefunden, was sie gesucht hat. Können wir jetzt weiter? Liebe Mutter. Munition. Das ist super. Alles klar. Jetzt werde ich extra gebremst. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Das hier genau? Irgendwelche Generatoren oder so? Sieht auf jeden Fall cool aus. Das muss man sagen. Gefällt mir. Mir gefällt nur nicht, dass sie so unfassbar langsam durch die Gegend latscht. Okay, jetzt will sie da irgendwas sabotieren anscheinend. Wir müssen sabotieren, hele Anlegget. Ja. Wofür denn? Das ist nicht unser Ansvar. Wir müssen kommen uns ut. Können sie hier von allen Richtungen kommen? Das gefällt mir nicht. Was sagst du um? Die store Metallboxen utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Okay, ich soll rausgehen und irgendwelche Metallkisten hochsprengen oder so. Ich habe wieder mal gut zugehört. Ist aber interessant, das auf Deutsch zu hören, denn man versteht ja immer so ein paar kleine Sätze und kann sich das so halbwegs zusammenreimen. Allerdings jetzt ganz verstehen tut man das nicht, wenn man nicht die Untertitel liest. Finde ich zumindest. Vielleicht ist ja auch einer von euch dabei, der sagt, ha! Also ich verstehe das komplett. So, durch hier. Aber... Naja. Sabotieren wir das auch? Ja, man kennt's. Ist das logisch oder ist es wieder nicht logisch, dass man einen Hebel einbaut in eine Maschine, damit diese, wenn sie denn unter Strom steht, dann explodiert und überladen wird? Ich persönlich würde sagen, nein. Aber anscheinend gibt's sowas. Ich hätte hier nicht hochgehen sollen, habe ich den Eindruck. Ja, jetzt komme ich hier schlecht runter, ne? Da ist eine Leiter. Die Leiter wollte ich nämlich nicht nehmen, die habe ich natürlich auch gesehen, aber...
So eine Leiter ist immer blöd in allen Situationen. Oh mein Gott, das ist ein Flammenwerfer, Mann. Der wird gleich nochmal explodieren. Das hatten wir ja schon mal. Das sieht aber geil aus, ey. Nice. So, nehmen wir das mit. Da fangen wir wieder mal Feuer mit unseren ölgetränkten Klamotten, die wir anscheinend wieder anhaben. Und den Hebel umlegen zum Sabotieren. Da war doch noch einer. Ist da die Leiter runtergesprungen? Nee. Treffpunkt, okay. Also optisch sieht es immer noch hammermäßig gut aus. Treffpunkt ist 500 Meter weg. Da müssen wir uns erstmal durchkämpfen, glaube ich, ja? Dann wollen wir mal. Hier müssen wir irgendwo lang auf jeden Fall. So scheint es mir zumindest. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg, so ansatzweise. Aber irgendwie geht es hier nicht weiter. Doch, hier. Alles gut, alles gut. Von der Wegfindung habe ich bis jetzt eigentlich keine Probleme gehabt, hier jedes Mal irgendwo so einen Weg zu finden. Es ist auch nicht sehr linear. Es ist eigentlich relativ offen gehalten, das Areal. Natürlich irgendwo durch manche Sachen wird immer irgendwo so ein bisschen gezeigt von wegen, ey, hier sollst du eher nicht lang gehen. Oder hier ist eine natürliche Barriere wie so ein Berg oder sowas in der Richtung. Aber ansonsten, ich hatte jetzt nie Schwierigkeiten zu sagen, wo muss ich denn genau hin? Ich hatte den einfach mal eingesteckt, den Kopfschuss. Schon wieder so ein Flammenwerfer, Mann, ha? Warum auch immer die so einen Kopfschuss wegstecken. Hat er einfach mal mitgenommen. Hat ihn gar nicht gejuckt, hat aber meine Sniper-Munition dabei. Böser Bauchschuss. Lieber erhöhte Position mitnehmen, würde ich sagen. Und hier kann man runter wieder. Okay, es bringt einem nichts, oben lang zu gehen. Hier hatten wir uns ja auch schon durchgekämpft. Jetzt würde ich mich fragen, wenn man hier so stealthy durchgekommen wäre, wie wäre das denn dann? Wären dann jetzt hier mehr Gegner? Immer noch alle Gegner oder wäre das ähnlich gehalten? Da rechts ist zwar von mir einer, aber den kann ich ganz getrost ignorieren, ganz offensichtlich. Ich hätte jetzt hier auch Skifahren können wieder, ne? Gucken wir mal. Ja, cool. Das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Kann ich jetzt hier auch noch Wurfmesser? Ich kann noch Wurfmesser werfen während des... Kann ich auch... Nee, schießen kann ich nicht, okay. Oder? Nee, dann läuft sie wieder automatisch. Die Skier auf einmal aus, aber läuft automatisch. Aber Wurfmesser werfen kann ich noch. Oh, jetzt hast du aufgehört. Nein! Ach, wow. Oh Gott, ich dachte, ich werde abgestochen. Kommt selber aus dem Nichts. Bevor sie die Brücke überqueren, das hättest du vielleicht mal. Hättest du vielleicht mal sagen sollen. Direkt, anstatt das so zu machen. Oh nein! Tja, das war's wohl. Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Noctöd! Und hier oben der Ögner! Ich schon ganz so schwer her! Stopp! Wer so schnell! Senk Wappen! O Kommandon! O Kommandon! Soldat! Denke Kommando! Die Tochter mir! Meine Tochter! Hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt haben sie ein gutes Druckmittel gegen sie. Was du willst. Ich bin ein Tropfen. Verstehst du? Irgendwo wäre das dann auch lustig, wenn in solchen Szenen einfach der Protagonist stirbt. Der Plan geht nicht auf und sie stirbt. Da haben wir die Skier noch, die sind natürlich bestimmt nicht zerbrochen und jetzt können wir richtig cool rumskifahren. Nee. Okay, wir müssen es zum Briefkasten bringen. Wir haben nur noch ein Messer.
sollten uns natürlich beeilen, weil die sind uns höchstwahrscheinlich auf den Fersen. So würde ich davon ausgehen. Unterkühlung. Hier wird immer kälter. So, finde eine Wärmequelle. Oh, das ist jetzt sehr interessant. Ich sehe allerdings absolut nichts. Da vorne ist ein Haus. Vielleicht ist da ein Feuer drin oder ähnliches. Das ist auch Licht. Sieht mir so aus. War ich dafür einen Balken irgendwie, wann ich theoretisch erfrieren würde? Wie cool! Der hat mich einfach umgekickt. Der hat mich einfach weggeboxt. Aber hat es dann nicht geschafft, mich zu finishen. Wo ist denn seine Waffe? Okay. In der Shotgun. Aus der Distanz hat er es nicht geschafft. Enttäuschend. Jetzt erstmal seinen leckeren Eintopf essen. Nom, 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 nom. Okay, wir müssen weiter in die Richtung da. Dann wollen wir das doch mal versuchen, ne? Wir haben immer noch unsere Wurfmesser. Das haben wir jetzt als Nahkampfwaffe. Haben wir jetzt die Spitzhacke? Ja, jetzt haben wir die Spitzhacke als Nahkampfwaffe. Ich gehe davon aus, wir müssen uns immer wieder eine Wärmequelle suchen. Interessant, dass man sowas auf einmal ins Spiel reinbringt. Finde ich aber nicht schlecht, muss ich sagen. Mal schön umgucken, da ist eine Wärmequelle. Können wir die überspringen oder sollten wir da hingehen? Wir gehen da mal hin lieber. Die friert nämlich ganz schön. Weil links hätte ich ganz gerne eine Anzeige gehabt, wo ich auch sehen könnte, wann das wichtig wird für mich. Der hat das Wurfmesser überlebt. Das finde ich jetzt, finde ich auch interessant. Okay, MP haben wir hier. Und was ist das? Ein MG. Wird auch nirgendwo angezeigt, wie lange wir uns bei diesen Wärmequellen aufhalten müssen. Interessant, dass die erstmal alle hinfallen. So total überrascht, dass hier irgendwie auch ein Gegner sein könnte. Finde ich witzig. So, weiter geht's. Hier hoch müssen wir jetzt. Im eisigen, eisigen Wind. Hier sind Gegner. Zählt das hier als Wärmequelle? Nee, ne? Der hat das nicht mitbekommen, der Typ. Der hat das einfach nicht mitbekommen. Mann, sie friert immer noch ganz schön arg. Da war einer hinter mir, der hat noch irgendwas erzählt, aber ich bin jetzt einmal weitergelaufen. Ich brauche jetzt hier langsam wieder eine Wärmequelle, habe ich den Eindruck. Irgend so ein Lagerfeuer oder sonstiges. Sonst wird die gute Dame irgendwann auch erfrieren, oder? So. Ah, endlich wieder das wärmende Feuer. Na, hat der Kerl auch eine Waffe, die ich mitnehmen kann? Nein? Schade eigentlich. So, wir bleiben bei der Waffe hier. Die ist gar nicht so schlecht hier. Ich glaube, das ist die Tsurumi. Diese MP, die der Medic eigentlich hat im richtigen Spiel. Obwohl ich die nicht wirklich als Fernkampfwaffe einschätzen würde. Deswegen ist das Scope ein bisschen verwirrend da drauf. Oben auf dem Berg steht auch noch einer. Oh, wow, 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 wow. Das waren aber echt ein paar. Ich hatte zu wenig gesehen. Hey. Alles halb so wild. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Sollen wir mal ganz kurz aufwärmen hier. Aber das gefällt mir, ehrlich gesagt. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass man sich hier immer wieder aufwärmen muss. Nur so eine Anzeige fehlt mir dafür. Aber ansonsten finde ich das eine super, super Sache, dass man sowas eingebaut hat. Ich laufe wieder langsam. Das heißt, irgendwas passiert gleich. Höchstwahrscheinlich. Ja. Hast du da umgehangen gehabt? Nicht, dass hier einer aus der Nische springt. Wo ist denn mein Toleranzen hin? Ist ja nicht das da vorne? Das da auf dem Boden? Ja. Als. Ah. Oh, wow, 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 wow. Ah, und jetzt auch noch ins Eiswasser. Oh mein Gott, jetzt muss ja total unterkühlt sein.
Da muss man sich jetzt beeilen. Na, sie beißt die Zähne zusammen. Oh, das sieht nicht gut aus für die, glaube ich. Ich gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mama, ikke gå. Na, schaffen wir es wenigstens bis zum Briefkasten. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Lass mich bleiben. Da sieht man Licht. Immer schön zum Licht. Ja, das war's wohl, oder? Das ist der Hammer, ey. Jetzt ist er nochmal richtig on fire, wie es sprintet. Boah, was für ein Schlag, ey. Boah, dass sie die Kraft noch dann dazu hat, ey. Noch so ein bisschen zum Kamin hätte gehen sollen. Na, sie ist noch am Leben. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Jetzt ist aber hart entschlossen. Okay, Mama, du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Okay, ich finde es übrigens sehr schön, dass man hier immer die Skier automatisch dabei hat. Das macht das Ganze sehr dynamisch, muss ich sagen. Jeg må ødelegge det. So, wie weit sind denn die verschiedenen Ziele weg? Ist das das nächste? Oder ist das Depot das nächste? Ich hab fast den Eindruck, wir sollen zum Depot fahren, oder? Ja. So, da ich hoffe, wir stürzen jetzt hier nicht irgendwie ab in den Tod. Okay. Hätte auch da durchlaufen können. Das machen wir natürlich nicht. Wir fahren hier schön weiter auf unseren Skiern. Juhu!
Ein schönes Geschwindigkeitsgefühl, gefällt mir. Boah, wir sind viel zu schnell eigentlich. Das fängt die einfach ab. Eiskalt die krasseste Skifahrerin der Welt. Okay, und halt. Wir haben kein Fernglas. Wer hat schon entdeckt? Von wem denn? Ah doch, wir haben ein Fernglas. Ach, das ist auf der Taste jetzt mittlerweile. Na gut, ich will den eigentlich ausschalten hier. Okay. Das ist ein Repetiergewehr. Okay, die haben mich auf jeden Fall schon entdeckt, so halbwegs. Deswegen eröffnen wir jetzt den Kampf. Haben wir unser Einsatzziel damit schon zerstört? Anscheinend, ne? Ja. Aber gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da einen Schuss draufsetzen und dann sprengt sich das ganze Ding fast von alleine in die Luft. Aber hey. Dann brauchen wir da auch nicht mehr viel erfüllen. Ich hatte gedacht, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Dann fahren wir wieder. Schia! So, erstmal in die Richtung, denn dort ist das nächste Ziel. Oh, das sieht geil aus, ey. Ich finde es auch gut, dass man nicht unbedingt den Hang mitnehmen muss, sondern dass man anscheinend auch so auf geraden Ebenen relativ viel Geschwindigkeit aufbauen kann. Natürlich relativ unlogisch, aber was soll's. Lieber so, als dass man dann ja hier ewig über die Berge kraxeln muss. In der ersten Mission hatte ich da auch ein paar Stellen, wo ich dann lange laufen musste, lange Fußwege laufen musste. Ja, zeig mir doch endlich mal an, wo. Dort, okay. Halt, 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 halt. Okay. Da hinter der Wand. Interessant, interessant. Jetzt ist hier das Dorf ist natürlich sehr gefährlich. Hier könnten überall Feinde sein. Da hat mich auch einer schon ganz kurzzeitig entdeckt. Da waren zwei auf der Straße, deswegen bin ich jetzt mal gerade weitergelaufen. Zerstöre die Staatspolizeiinformationen. Okay, das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich ins Gebäude reinschleichen und irgendwelche Schränke durchwühlen und irgendwas zerstören. Verbrennen oder sonstiges. Wie wir da am besten rankommen, das werde ich jetzt mal schauen. Ich laufe hier erstmal diesen Kanal lang und gucke mal, ob ich jetzt von hier hinten vielleicht ein bisschen besseren Überblick habe, wo hier sich Soldaten aufhalten. Vielleicht kann man da ja auch einigermaßen gestealth reinkommen. Aber ich lege es jetzt nicht total drauf an. Das merkt man ja schon. Ich bin hier die ganze Zeit am Durchsprinten. Dokumenten nennt nur unter Bakken. Hier höre ich, aber relativ nah habe ich eben welche gehört. Ich glaube, der ist hier links neben mir. Die Polizeistation? Nee, unter mir. Oder muss ich hier rein? Kann dann in den Keller oder so. Nee, das sieht mir nicht so aus. Wieder. Wieder noch so einen Ausweichmove gemacht hat. Ich glaube, jetzt wurde ich entdeckt. Ja. Aber das war ja super. Ich habe zwar nicht getroffen, ist mir schon bewusst, aber wieder noch so einen Move gemacht hat. So von wegen, ey, was war das denn? Schnell ausweichen. Die haben hier drinnen geredet, deswegen. Okay. Feuer ist da dran. Zack. Ich kann nicht schießen. Ah, jetzt. Okay. Irgendwie musste sie erstmal ganz kurz stehen bleiben. Warum auch immer. Ah, ich muss auf die andere Seite. So ein kleiner Nachteil bei Battlefield. Man muss irgendwie mittlerweile immer auf der richtigen Seite einsteigen. Und das finde ich ein bisschen. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert. Kann ich da rein? Ja. Also mit da rein meinte ich jetzt hier runterfahren in die Richtung. Wenn ihr sie findet, dann tötet sie. Ich bin schon unterwegs mit eurem Fahrzeug. Das ging bis jetzt echt gut. Bis jetzt bin ich relativ nah ans Ziel gekommen, konnte es zerstören, konnte es auslösen, konnte es, ja, was auch immer. Und
konnte dann recht gut entkommen immer auf irgendeine Variante. Da schlägt einer Alarm. Das kann mir relativ egal sein, wenn er das da macht. Denn jetzt kann ich hier nämlich aussteigen. Verstärkung kommt. Ja, aber die können ja nicht an... Da kann ja nicht meine genaue Position mehr bestimmen, oder? Solange die mir nicht folgen. Und jetzt können wir hier oben nämlich wieder Ski fahren, würde ich sagen. Oh, das war das Falsche. So. So eine kleine Abfahrt brauchen wir anscheinend, um ein bisschen Schwung zu holen. Ja. So kommen wir jetzt hier hin. Da ist Kai. Tyskerne oppe var i tomtvannet der. Okay, Lieferungen zerstören. Jetzt können wir noch nachladen hier. Tatsächlich, ja. Ah, jetzt haben wir 10 in Lauf. Sehr gut. Da hinten ist ein Sniper, aber sonst habe ich jetzt keinen entdeckt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass hier so wenig los ist eigentlich. Ah ja. Da müssen wir auch hin, oder? Ich glaube, das ist die erste Lieferung, die wir erwischen müssen da. Oder hat mich einer entdeckt gehabt. Oder angeschaut zumindest. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass man hier vielleicht irgendwo was findet, womit man das vielleicht einigermaßen hochjagen kann oder so. Na ja, komm, machen wir es halt so. Mal ganz kurz hier in Deckung gehen. Ah, das ist eine Tür! So aber nicht. Oh mein Gott, ich bin so kurz vorm Sterben, ne? Gut, dass der wegläuft. Ich habe kein AP mehr und gar nichts. Kann man da jetzt irgendwas sabotieren oder muss man da jetzt gegenschießen, ganz einfach? Ich glaube, man muss einfach gegenschießen. Müssen Fässer, was hat sie gesagt? Es müssen Fässer in der Nähe sein? Ja. Natürlich, wie soll das denn auch sonst gehen, wenn da keine Fässer sind? Na, ich muss auch treffen. Da ist auch noch ein Fass. So, liebe Leute, dann wollen wir mal zeigen, wie wir hier aufmischen können hier. Munition, ganz dringend. Werfe Granate, die wird mich nicht mehr treffen, Kollege. Kann ich dir gleich sagen. Ich bin schon zu weit weg von dir. Da erstmal so ein bisschen versuchen, hier außer Schussbahn zu kommen. Von diesem Schiff aus. Das hat mir nämlich nicht gut gefallen da. Hier überall stehen Explosivfässer rum. Es ist wieder mal so typisch Videospiel, ey. Warum auch nicht? Ah, der war da ganz hinten. Na, das scheint wohl im Schiff zu sein. Na, klettern! Ey. Hey, hey, hey. Wann hänge ich denn jetzt fest? So, jetzt hänge ich hier fest, ey. Komm ich da wieder weg? Ja, danke. Ich dachte schon, jetzt hängt sie dafür immer rum. Ach mein Gott, warum kann man denn hier nicht rüberklettern? Jetzt will sie. Okay, soweit so gut. Mann, das ist aber gefährlich. Der hat das gesagt. Da ist er. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Jawohl. Dann Miriam, er bekommt meine Bunker. Muss in den Bunker. Okay.
Niemand ist so schnell wie ich mit meinen dicken Skiern. So, da hinten müssen wir hin. Das ist anscheinend der Bunker. 600 Meter. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Ist sehr dynamisch, das Level. Was ich noch gefeiert hätte, wäre wirklich, wenn man gezwungen ist, hier mit den Skiern zu fahren und währenddessen so einen mit dem Wurfmesser zu holen. Das fände ich super cool. Aber anscheinend ist es nicht der Fall. Wir fahren hier, glaube ich, auch gerade über Wasser, oder? Das ist ein eingefrorener See oder ähnliches. Finde ich cool, dass das einfach so geht. Dass wir jetzt hier nicht zum Glück einbrechen oder sowas. Aber das hat die gute Dame schon oft genug hinter sich hier in diesem Abenteuer. Einmal reicht da vollkommen aus. Obwohl ich jetzt auch wieder sagen muss, der Weg ist ein bisschen zu lang, oder? Das hätten wir ein bisschen kürzer machen können. Die Strecke hier ist sehr unspektakulär. Man fährt einfach nur über die Landschaft. Ist halt die Frage, ob man so ein ungeduldiger Mensch ist wie ich oder ob man sagt, ja, nö, voll in Ordnung. Genieße ich mal kurz so ein bisschen, dass man hier über so einen eingefrorenen See mit den Skiern fährt. Bin ich voll in Ordnung. Juhu! Jetzt fahren wir über Matsch. Oh, hier sind anscheinend Gegner. Den konnte ich nur nicht sehen, tatsächlich. Hier ist der Bunker. Kann ich so aber nicht rein. Erstmal müssen wir hier anscheinend alles clearen. So interessant, dass man so angezeigt bekommt. Ey, der will Alarm schlagen. Oh, hinter mir ist eine Granate, aufgepasst. Ich habe keinen Schuss mehr in der Waffe. Die ist eigentlich super, der Karabiner. Der gefiel mir sehr gut. Weil er wirklich sehr genau ist. Oh, ich habe keine Munition mehr für gar nichts, okay? Wir laufen mal über seine Leiche hier. Der hat auf jeden Fall was. Der gute Mann. Hey, unten hat auch noch mal was, der gute Mann. Komm, einmal nachgeladen, bitte. Danke sehr. Und rein in die gute Stube. Ah, shit. Da ist der Eingang zum Bunker. Oh, und der ist am Geschütz, das ist gefährlich. Ist er gestorben oder nicht? Der hat nochmal so geschrien am Ende. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, wechseln mal ganz schnell hier unsere Waffe, denn wir brauchen die Muni. Wir brauchen ganz dringend die Muni. Das erinnert hier an Battlefield 1, an die eine Map. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, diese Bunker-Map, die im ersten DLC dazu kam. Was passiert jetzt? Die haben das auch alle nicht mitbekommen, dass ich draußen wie so eine Irre rumgeschossen habe. Monster, ja? Ett vapen. Mamma. Ja, monstret är ett vapen. Men vad sker hvis russarna lagar det för oss? Eller britterna? Det är en makt. Du kan ödelägga oss alla. Hallå? Verdammt! Sie sind hier! Wie gut ist das denn? Der Soldat da von hinten. Hallo? Entschuldigen Sie? Dürften Sie hier sein? Dürfte ich mal bitte Ihren Ausweis sehen? Und wieder ist es zu spät, die Mama zu retten. Oh ne, jetzt kann der Schneemobil-Verfolgungsding. Oh, wie cool ist das denn? Ja. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm, ich glaube, ich schlief über. Ah, da, übers Dings. Waffe abfeuern, was heißt das? Ich kann gar keine Waffe abfeuern, ich kann hier nur... Ich kann nur hupen. Ich bin ja viel zu langsam. Was ist denn hier los? Ah ja, jetzt wurden sie aufgehalten, glaube ich. Ich hoffe es doch. Ja, absteigen, 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 absteigen. Sonst wird das nix. Oh, das sogar explodiert, mein Gefährt. Das ist natürlich optimal gelaufen. Die Waffe, die ich da aufgehoben habe, ist nicht gut für den Kampf hier. Man muss hier echt auf die Medics achten, so ein bisschen, weil die... Oh mein Gott, wenn der jetzt noch näher kommt. Ey, die halten mir eindeutig zu viel aus, die Flammenwerfermänner.
kann ihn nicht töten, der wird mich umbringen. Ich kann nichts mehr machen. Ja. Ey, ich hab dem ein ganzes Magazin reingejagt und 3 Wurfmesser in den reingeworfen und der lebt immer noch. Da frage ich mich auch wirklich, was die sich dabei gedacht haben, solche überpowerten Typen, die das komplett unlogisch machen. Ich meine, okay, ist ein arcade-lastiges Spiel hier irgendwie, es soll nicht eine Simulation sein, aber warum kann ich denn bitte in den 60 Kugeln reinjagen? Und er meint dann immer noch, auf mich zukommen zu müssen. Ist der hier wieder mal der fucking Terminator oder was ist mit dem los? Waffe abfeuern, ich kann nur hupen. Warum wird mir das da angezeigt? Als könnten die nicht wirklich wissen, was man da überhaupt machen kann in ihrem eigenen Spiel. Ganz merkwürdig. So, aussteigen, das hat eben sehr gut geklappt mit dem... Nee, die sind dadurch explodiert, ne? Das wäre mein Fahrzeug gewesen, aber es war gar nicht mein Fahrzeug. Weil war super ungenaue Waffen, leider Gottes. Sucht ihn das? Nee, sucht ihn auch nicht. Oh, jetzt habe ich hier den Bug auch noch. Nee, das wird wieder nichts werden. Ich hab keine Chance gegen den Flammenwerferkerl. Oh, jetzt ist er down. Aber ich habe hier den Fehler, ihr seht's schon. Unfassbar nerviger Fehler, dass sowas ins Spiel kommt, ist auch wirklich sehr, sehr traurig, weil damit ist meine Waffe jetzt eigentlich komplett useless, die ich hier auf der Taste habe. Ich hoffe, ich kann hier irgendwas Gutes aufsammeln. Irgendwo Dynamit, na gut. Ja, jetzt nimm's wieder auch mit, danke. Damit kann ich jetzt mit der einen Waffe nur noch mehr oder weniger aus der Hüfte schießen. Was anderes lohnt sich damit nicht mehr. Weil man damit absolut nicht mehr sehen kann, wo man hinaimt. Gibt's im Multiplayer auch den Fehler übrigens. Hier nicht mal eine andere Waffe. Ja, hier. Und jetzt haben wir es wieder richtig. Alles gut. Nerviger Bug. Wirklich sehr, sehr nerviger Bug. Das dürfte nicht im Spiel sein. Ja, es lohnt sich einfach nicht, die zu behalten. So. Jetzt haben wir eine Shotgun bekommen. Muss ich ja nochmal Dynamit finden einfach, oder was? Irgendwo wird ja schon irgendwas sein. Ich glaube, die ist ganz gut, oder? Ja, ich glaube schon. So, wir müssen aber hier irgendwo Dynamit noch finden anscheinend, oder sowas. Die sieht auch nicht schlecht aus. Ich behalte die einfach. Das sind beides mal die gleichen Waffen, so wie ich das sehen kann. Kann ich das vielleicht einfach umdrehen dann? Ernsthaft, ich brauche nochmal Dynamit oder was? Das ist ja echt bescheuert gemacht. Das tut mir sehr leid. Bin ich nicht gut. Dann gucken wir uns hier nochmal um, ob wir irgendwo Dynamit finden. Oh, da muss ich den Shit jetzt nochmal spielen. Nee, da ist Dynamit, okay. Das ist ja auch fast dämlich. Hätte man jetzt auch dies mit dem Stand-MG, hätte man es wenigstens hinkriegen können, finde ich. So, erreiche Astrid. Holy moly. Und das ist ein U-Boot. Also es ist mir wieder ein bisschen zu... Es ist mir wieder ein bisschen zu arg irgendwo. Die kommen wieder... Die zerstört da ganze Armeen teilweise irgendwie. Die kommen immer mit immer was Krasserem und noch was Krasserem und noch was Krasserem. Jetzt sind sie hier mit dem U-Boot unterwegs. Kommen ja danach, sind sie dann in ihrem Zeppelin und in ihrem UFO-Prototypen, fliegen sie gleich weg, ey, und schnappen die Mutter. Ich weiß nicht. Lass sie an, los! Jawohl! Ja, der macht doch einfach nichts, der guckt einfach zu. Er schießt doch endlich mal! Endlich! Endlich hat der Deutsche auch mal gehandelt hier, der komische Oberleutnant da. Komm, nochmal, die hat immer noch die Granate in der Hand. Die ist immer noch eine potenzielle Gefahr. Das ist schon ein netter Typ. Warnung, hochexplosiv.
Was passiert wohl als nächstes? Jetzt kommt der Märtyrer-Move. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt der Märtyrer-Move kommt. Ich bin so stolz auf dich, Sulmei. Jawohl! Unfähiger Oberleutnant. Während der Besetzung wurde über unzählige Heldentaten und Opfer nie berichtet. Der Widerstand war ein Krieg der kleinen Aktionen und knappen Rettungen, bei denen immer auch einige Familien auf dem Spiel stand. Viele Norweger verloren beim Kampf für den Widerstand ihr Leben. Schweres Wasser war ein wichtiger Bestandteil der deutschen Pläne zur Herstellung einer Atomwaffe. Ein gewaltloser Kommandoangriff zerstörte im Frühjahr 1943 die gesamte norwegische Produktion von schwerem Wasser. Es gelang dem deutschen Uranprojekt nicht, eine funktionsfähige Atomwaffe herzustellen. Krass. Krass, krass, krass. Also, dass sie das aufgegriffen haben, gefällt mir sehr gut. Ich wusste jetzt auch nicht, dass das auf wahren Begebenheiten basiert oder ähnlichem. Fand ich interessant, finde ich gut gemacht, aber wie gesagt, das, also irgendwie ist es hier so, das nimmt alles so Call of Duty-eske Züge an, von wegen, ey, man ist der überkrasse Supersoldat, der, wenn er nicht mit 200 Kills aus dem Game rausgeht, dann ist der unzufrieden. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern unser Charakter, den wir da gerade eben gespielt haben, wirklich nur eine normale Person ist oder wirklich irgendwie eine Art Soldatin oder ob die eine Art Ausbildung genossen hat. Tja, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das sein würde, ich würde da nicht 200 Leute umlegen können. 200.000 Explosionen verursachen, U-Boote zerstören, Lastwagen zerstören. Ich weiß nicht. Ich finde, das hätte man ein bisschen realistischer halten können teilweise. Und dann einfach die Gegner dafür ein bisschen stärker oder so, ne? Also ihr versteht schon, wie ich das meine. Oder nicht immer noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf. So kommt mir das hier ein bisschen so vor. War trotzdem sehr cool, gefiel mir besser als das erste, muss ich sagen. Weil hier hätte man sehr viel Abwechslung, gerade das Dynamische mit den Skiern gefiel mir sehr, 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 sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute wirklich sehr lange dran hängen. Es tut mir leid, falls ich das euch jetzt ein bisschen zu schnell durchspiele hier, das Ganze. Man merkt schon, ich gehe mal von Objective zu Objective zu Objective. Aber es kommt mir auch nicht so vor, als würde man belohnt werden, wenn man jetzt hier sich so großartig umschaut und noch mehr Gegner besiegt, weil die KI ist jetzt auch nicht unbedingt die schlauste und hellste und alles, ne? So, beim nächsten Mal schauen wir uns an Tirailleurs in 1944. Und dann war es wieder mal mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, und bis dann.